Ach, läuft ja schon. Mann, schade, ich bin noch ein bisschen verpennt. Gerade aus dem Bett raus, ja? Eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen, mir heute weniger zu machen. Aber das ist ja hier eine ganz interessante These. Die hätte ich gerne mal erklärt. Ich will ja noch nicht mal wie die meisten Chemtrail-Leugner, dass du so eine Behauptung jetzt beweisen müsstest. Das ist ja nicht nötig, das sage ich ja auch immer. Du stehst da nicht unter einer Beweispflicht jetzt. Aber erklären solltest du mir das vielleicht mal schon, wie das jetzt möglich sei. Wo stellen wir denn das Ding heute hin hier? Ach du Scheiße, gar nichts vorbereitet. Erklär mal, wie das so ein System mit seinen Mitteln, also nach seinen eigenen Regeln schlagen willst. Wie willst du denn im Sicherheitsrat jemanden für seine Kriegsverbrechen verurteilen, wenn dieser jemand ein Vetorecht hat? Den Gedankengang hätte ich gerne erstmal erklärt, wie das gehen sollte. Also, das ist mir völlig unklar. Denn erklär mir mal, wie in der Türkei zum Beispiel jetzt ein anderes Ergebnis hätte zustande kommen können als ein Ja für Erdogan, wenn der selbst die Stimmen auszählt. Das ist mir jetzt völlig unklar. Völlig unklar ist mir das. Wie du meinst, dass man dieses System, was wirklich nur seiner Selbsterhaltung dient und der Machtübernahme, mit seinen eigenen Mitteln schlagen kann, nach seinen eigenen Regeln. Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich bin der Meinung, wie auch ich das, die Formulierung, ich weiß ja nicht, wer die Pispas, keine Ahnung, wer. Der Bauer war das, der Bauer mit der Gentechnik. Der Spieltisch muss umgeworfen werden und wir müssen komplett neu aufstellen. Der Groupier muss rausgeschmissen werden. Roulette ist vorbei. Das ist das, so wie ich es sehe. Nach den Regeln vom Roulette wirst du gegen die Bank niemals gewinnen. Sonst würde Roulette nicht in der Spielbank stattfinden. Das ist systematisch auszuschließen, gell? Aber du kannst mir gerne, ich bin ja wissbegierig. Ich will ja also auch immer weiter noch mehr dazulernen. Und ich weiß, am meisten lernt man von Andersdenkenden. Gleichgesinnte haben ja meistens nicht mehr auf dem Kasten als man selbst auch. Vielleicht weißt du ja irgendwas besser als ich. Hauch aus. Okay. Tschüss, tschüss. Bumpies. Om.